Hallo Kolleginnen und Kollegen, heute mal Video zu einem, denke ich, für uns ganz wichtiges Thema. Solidarität heißt nicht oder hört nicht an der Haustür auf. Solidarität ist das, wenn man sich gegenseitig stützt, gegenseitig Mut macht und gegenseitig Hilfe gibt. Ich weiß, Solidarität kann man auch nicht lernen, sondern Solidarität ist das Handeln, wie man mit bestimmten Themen umgeht. Und das wichtigste Thema für uns ist, glaube ich, das Thema, wenn es um unsere Arbeitsplätze geht. Ohne Arbeit keine Zukunft, kein Geld, kein Leben. So einfach ist das auf ein paar Worte zusammengebracht. Ich würde mir wünschen, wenn wir in Homburg solidarisch zueinander stehen würden. Nicht nur im Werk, wenn es um uns geht, sondern wenn es dann um viele Kolleginnen und Kollegen bei Bosch geht. Weil wir selbst haben die Solidarität 2016 erlebt, wie das ist mit unserem Aktionstag, mit über 3000 Beteiligten. Wir erwarten von euch, von uns allen, dass wir selber Solidarität jetzt zeigen. Und zwar für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade davon betroffen sind. Und ich will das auch ganz offen sagen. Wenn wir es nicht hinkriegen, dass viele von uns sich bewegen und solidarisch zueinander sind, sind wir in Homburg vielleicht die Nächsten. Ihr wisst, dass in der Transformation noch viel passieren wird die nächste Zeit. Es ist klar, dass der Verbrenner ausläuft. Und das ist nicht irgendwann in den nächsten paar Jahren, sondern es ist morgen. Technologisch gesehen eigentlich schon heute. Ein Verbrenner wird es so, wie wir es kennen, nicht mehr geben. Und somit ist auch klar, was mit uns passieren wird, wenn wir die Zukunft nicht anders gestalten. Transformation heißt für uns alle Boschler, dass wir uns jetzt bewegen. Und zwar bewegen dorthin, wo andere in der Transformation ihre Probleme haben. Bühl geht es um eine Verlagerung. Anstatt geht es um Schließung. Und München geht es um eine Verlagerung, wo am Schluss ein ganzes Werk geschlossen werden. Das ist unser Bosch, die das beschlossen haben. Also mein Arbeitgeber. Wir fahren nicht auf die Schillerhöhe, weil dort ist niemand, die sind im mobilen Arbeiter. Sondern diesmal fahren wir an diese drei Standorte. Und die nächsten Aktionen sind schon geplant. Wenn wir uns nicht selbst helfen, wird uns niemand helfen. Und am Schluss schauen wir alle blöd in die Wäsche, weil wir uns fragen, wo ist die Solidarität? Ich und meine Kolleginnen und Kollegen bitten euch, solidarisch zueinander handeln. Also wir Boschler sind solidarisch. Es geht um unsere Arbeit, es geht um unsere Zukunft. Lasst uns gemeinsam, so wie wir es die letzten Monate, Jahre gemacht haben, gemeinsam handeln. Mit Bosch bleibt. Glück auf!